Gromphadorina portentosa ist der lateinische Ausdruck für das Tier, das wir euch heute vorstellen möchten. Es geht um die Madagaskar-Fauchschabe. Sabine Haas aus der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen ist zu Gast und packt sie aus ihren Frühstücksbecherchen gerade schon aus. Und da haben wir sie. Hallo, Madagaskar-Fauchschabe. Schön. Frau Haas, warum heißen diese Tiere Fauchschaben? Naja, wir können es vielleicht zeigen oder hören lassen. Wenn man die ärgert, fangen die an zu fauchen. Das heißt, die fauchen nicht mit dem Mund, sondern die pressen den Hinterleib zusammen und aus der Atemöffnung kommt dann Luft. Sorry. Können die sich dabei verletzen? Das tut dir nicht weh, oder? Nein. Die haben 250 Millionen Jahre, gibt es sie schon auf dem Erdball, genau. Werden sie das auch noch überleben. Genau, das sind die größten Schaben ihrer Art, Madagaskar-Fauchschaben. Genau, also Sie haben da den Mann, ich nehme jetzt mal hier die Frau Mann dazu. Ach ja, man sieht man, guck, man kann mal gucken, ob es ein Mann ist. Sieht man das, ob es ein ja, Mann ist? Ja, man sieht, dass es ein Mann ist, allerdings nicht an dem Zeichen, wonach Sie gucken, das sondern Sie müssen eher da an den Hals gucken. Da hat der Mann so ein paar Höcker auf dem Hals. Ah ja, und die Frau nicht. Ach, Hörner praktisch sowas. Ja, genau, sowas wie Hörner. Wie so ein Käfer im Grunde genommen auch. Es sieht fast aus wie Augen, das ist sehr abgefahren. Jetzt wollen wir die natürlich gleich mal hören, wenn sie schon Fauchschaben heißen. Wir können mal probieren. Wie macht man das denn jetzt? Also wenn man die so ein bisschen ärgert, die fauchen ja nicht nur zum Spaß, sondern schon um Feinde abzuwehren oder auch um miteinander zu reden. Ja, miteinander zu reden. Ja, wenn man die so ein bisschen ärgert. Was muss man, ich drehe das mal hier um, dann sieht man die besser. Die sind jetzt natürlich hier ziemlich flott. Komm mal gerade her, hier. Haben die Namen? Nee, sie dürfen die noch taufen. Oh, guck mal, ihr macht aber guten Spagat hier. Komm mal her, hallo. Wie, jetzt versuchen Sie doch mal aus dem Geräusch rauszukommen. Ja. Komm mal hier. Mensch, die haken sich aber ganz gut fest in den Händen. Ja, also die können auch auf den Kopf gehen. So. Und wie geht's mal? Die fauchen nicht mehr. Die fauchen nicht mehr. Sie laufen eher weg. Sie möchten weglaufen. Sie wollen im Moment nicht fauchen. Mann und Frau zusammen. Frau Haas, Sie haben es gerade schon angesprochen. Die fauchen, um Feinde abzuwehren. Genau. Ja, was für Feinde sind das und funktioniert's? Ja, ich weiß nicht, ob es immer funktioniert. Feinde haben die vor allem natürlich im Urwald, die Vögel oder auch Reptilien, die fressen. Ich packe die jetzt mal weg, weil sonst kann ich mich gar nicht aufs Reden konzentrieren. Ach ja, ich nehme Ihnen auch gerne nochmal wieder eine ab hier. Komm her. Genau. Ich nenne dich jetzt einfach mal Billy. Billy die Schabe, komm her. Und ja, erzählen Sie ruhig. Und also Vögel und im Zoo haben sie natürlich auch Feinde, denn wir züchten die ja nicht nur zum Spaß, sondern die werden bei uns auch verfüttert. Unsere Waschbären zum Beispiel essen die sehr gerne. Die spielen auch damit ganz gerne. Unsere Schimpansen nehmen die wirklich als Haustiere. Die halten die dann 3-4 Tage in ihrer Decke oder in ihrem Schlafnest und fressen die dann vielleicht wie so ein Teddybärchen ja, und dann, genau, wenn sie so Appetit haben auf einen kleinen, einen kleinen Snack, dann gibt es die Fauchschabe. Bestimmt ganz schön knusprig. Fühlen sich auf jeden Fall sehr abgefahren an. Die haben wirklich so kleine, ich weiß nicht, ob wir das mit der Kamera so gut einfangen können, die haben so kleine Haken an den Beinchen dran, mit denen sie sich festkrallen. Das merkt man auch richtig, wie die sich so richtig ein bisschen einhaken. Ja, die klettern sehr gerne und da helfen natürlich diese Härchen an den Beinen auch, sich an Ästen oder sonst wo festzuhalten. Aber sie scheinen sich nicht bedroht zu fühlen von uns jedenfalls, Frau Haas, denn sie fauchen wirklich überhaupt nicht im Moment. Nee, wir sind... Ich möchte ja kein Tierquäler sein, natürlich nicht, aber so fauchen wäre schon schön. Jetzt, Billy, komm doch mal gerade hier runter. Billy? Seit 250 Millionen Jahren haben die sich eigentlich auf dem Erdball überhaupt nicht verändert. Also sie sahen damals schon fast genauso aus. Ja? Ist das eine Art von Tier, die sich einfach, die so perfekt ausgebildet ist, dass sie überleben kann, sehr gut? Also mein Professor an der Uni hat immer gesagt, Schaben sind die, die den Atomkrieg überleben werden. Ja. Die werden uns sicherlich überleben. Also die sind einfach super perfekt an die Umwelt angepasst. Sie haben einen sehr harten Panzer, das heißt, dadurch sind sie natürlich schon nicht so leicht zu töten durch irgendwelche Feinde. Sie fressen eigentlich alles, was ihnen so unter den Schnabel kommt. Und von daher werden die uns wirklich wahrscheinlich überleben. Und das ist das eine Kakerlake im Grunde genommen? Genau, also es gibt ganz verschiedene Schabenarten. Schaben ist ja der wissenschaftliche Name, kann man sagen. Kakerlake ist mehr so das, was wir kennen, wenn es in der Küche auf einmal, wenn man das Licht anmacht, in der Nacht einmal hinterm Kühlschrank verschwindet. Ja, genau. Aber da kann man hier in Nordrhein-Westfalen nicht erwarten, dass jetzt so ein Ding hier hinter dem Kühlschrank lauert, oder? Also die müsste man dann wirklich sich schon aus dem Urlaub mitgebracht haben, die normale... Küchenschabe, die Idee würde ich auch nicht unbedingt kommen, mir so einen aus dem Urlaub mitzunehmen. Die normale Küchenschabe ist deutlich kleiner, die ist so einen Zentimeter groß. Ja. Wobei diese Schaben werden gerne sogar auch von Leuten zu Hause als Haustier gehalten, weil die leben für ein Insekt sehr, sehr lange, die leben bis zu 3 Jahre
Und man kann die wirklich in einem Terrarium halten, ein paar Äste rein, ein bisschen Bodengrund rein und dann kann man die beobachten und wahrscheinlich dann auch mal fauchen hören. Ganz genau. Nicht, dass man davon aufwacht. Aber Sie haben gerade gesagt, zu Hause kann man die im Terrarium halten. Mhm. Die brauchen auch, sind doch sehr pflegeleicht sicherlich. Ne? Also ja, also man muss die natürlich auch das Terrarium ab und zu mal säubern, aber ansonsten jeden Tag ein bisschen frisches Obst, bisschen getrocknetes Brötchen. Obst, Gemüse, ne? Die müssen ja auch gesund leben, auch so eine Schabe. Bei uns bekommen die zum Beispiel Möhren, Äpfel, Banane, mal ein Salatblatt oder auch getrocknete Brötchen. Klingt sehr gesund, also ein sehr gesundes Leben bei Ihnen in der Zoom-Erlebniswelt. Kein Wunder, dass die Schaben 250 Millionen Jahre schon überlebt haben. Durch Ihre Hilfe werden sie es nochmal 250 schaffen. Wir sind gleich wieder da, Frau Haas. Das war es erstmal für den Moment. Wenn ihr Fragen habt an Sabine Haas von der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen, dann geht jetzt in den Chat. Sabine Haas und ich sind da jetzt gleich drin. Fragen zu den V-Schaben oder anderen fiesen Insektentierchen, sage ich jetzt ganz einfach mal so, keine Beleidigung, Billy, sind wir gleich wieder für euch da.